Hallo, schönen guten Morgen. Wie versprochen, erzähle ich dir, wie meine Erfahrungen mit Level Lights weitergehen. Ich habe jetzt inzwischen die nächsten Produkte bestellt und möchte dir jetzt zeigen, was es alles möglich ist rund um die Zahnhygiene. Ich zum Beispiel habe große Zahnthemen gehabt, schon immer in meinem Leben, aber das gehört auch zu meinem Leben, weil wenn du mich kennst, kennst du die Bezüge zu Zähne und Organen und dem Leben und das alles miteinander zusammenhängt. Jetzt habe ich mittlerweile manchmal Zwischenräume, die kleiner sind und manche, die größer sind, weil irgendein eigenartiger Zahnarzt hat mir mal einen Zahn gerissen mit 12 Jahren, den er gar nicht hätte reißen sollen dürfen. Aber so ist das nun mal im Leben. Du musst damit klarkommen und deswegen muss ich jetzt wirklich schauen, was mache ich mit den Zähnen. Du kennst vielleicht diese Stäbchen, die man da zum Zahnzwischenraumputzen nehmen kann. Habe ich alles durch und probiert, auf die Dauer gar nicht so einfach für mich, weil ich auch so empfindliches Zahnfleisch habe und dann auch empfindliche Zahnhälse und also ziemlich empfindlich und ich bin ja eine sehr sensible Frau auch. Aber das gehört einfach alles dazu. Und dann habe ich eins entdeckt, ja hier die Zahndusche. Da kann ich auch nur auf 1 einstellen. Das reicht mir schon völlig. Und die tut für mich ganz gute Dienste, weil sie einfach nicht so in Kontakt kommt, so stark mit diesen Bürstchen, die da reiben. Bei mir, ich hatte das dann auch immer geblutet und so, so. Ich nehme jetzt also diese besagte Munddusche. Und da habe ich jetzt eine Idee gehabt mit dem Level Lights Produkt. Level 32, kennst du vielleicht schon? Ups. So. Das ist das Produkt für den Mund. Man kann es auch an andere Körperstellen sprühen, aber heute geht es ja um die Mundhygiene. Und was ich gemacht habe jetzt so als Idee ist, ist mir gestern eingefallen, habe ich auch schon ausprobiert. Also du musst ja dieses Teil hier öffnen. Dann nimmst du das Teil hier raus, das kennst du vielleicht schon, dann füllst du es mit Wasser voll. Und was ich dann mache, ist, dass ich einfach Level 32 mit hineinsprühe. Ja? Ins Wasser. Sieht dann ungefähr so aus. Öffnen. Du hast dann hier noch eine Kappe. Dann hast du da dein Wasser und ich sprühe es wirklich, also einmal schütteln. Und dann einmal direkt hineinsprühen und dann mache ich meine Munddusche. Das ist eine tolle Idee. Kannst du ja mal ausprobieren, wie es dir gefällt und kannst ja auch gerne Feedback geben, was passiert ist, wenn du das alleine schon machst. Ja? Okay, weiter geht's mit dem nächsten Video dann, wie putze ich meine Zähne mit Level Lights. Okay, vielen Dank und schöne Zeit noch. Tschüss!